Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Through the Woods. In der letzten Folge haben wir Erik und Espen auf der anderen Seite hier gesehen und ich glaube, der Erik hat irgendwie eine Fackel oder sonst irgendwas Brennendes nach einem Wolf geworfen, der jetzt hier auch irgendwo sein Unwesen treibt. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wohin. Ich denke mir, dass wir irgendwie runter müssen. Nee, da ist ja nichts. Dass wir irgendwie runter müssen, denn da unten ist eine Brücke. Ich habe nur keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich. Wow, schöne Blätter. Wie wir da hinkommen sollen. Da unten ist die Brücke. Aber wie sollen wir da hin? Von hier geht's ja... Ah, Moment. Moment, Moment. Wir sind ja nicht von hier gekommen. Stimmt, dann wird's hier runtergehen. Wir sind ja nicht von hier gekommen, sondern von ein bisschen weiter oben. Oh nein, hört ihr das Knurren? Es muss aber jetzt nicht sein, dass hier ein Wolf auftaucht, ne? Das muss jetzt echt nicht sein. Also, ich bin bis jetzt ganz gut ohne den Wolf ausgekommen. Ich muss mal eben... Oh, Nase kratzen. Schlimm. Startet man die Aufnahme, schon hat man wieder irgendwelche Wehwehchen. So, da ist die Brücke. Aber ganz ehrlich, der Wolf brennt. Also er hat gebrannt in der letzten Folge. Eigentlich kann er nicht mehr aufstehen. Okay. Also der kann ja wohl schlecht hier rumlaufen, oder? Irgendwie möchte ich das selbst nicht so ganz wahrhaben. Da unten ist eine Feuerstelle. Licht aus. Vielleicht sieht er mich da nicht. Okay, ja. Da ist definitiv eine Feuerstelle. Aber... Ich sehe die nicht mal. Ich sehe die nicht mal. Die waren 100 pro irgendwo unten. Aber ich will auch nicht, dass die mich sehen. Oder ich bin blind. Oder sie sind unsichtbar. Ich weiß es nicht. Komm, renn mal rüber. Also, das waren jetzt... Das waren jetzt die beiden Brüder, ja? Okay. Das ist echt mies, dass ich die nicht mehr gesehen habe. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo die hier ihr Unwesen treiben. Das sieht hier aber gut aus, ne? Also wir sind ja bisher von richtigen Jumpscares, dass uns irgendwas anspringt, sind wir ja verschont geblieben. Außer halt die komischen Typen da. Die... Oh, Speicherpunkt. Die uns ein paar Mal angesprungen haben. Aber so richtige Jumpscares gibt es ja hier auch nicht. Glaube ich. Hoffe ich. Das sind alles nur Felsen, aber die haben so merkwürdige Formen. Die haben irgendwie so Formen, die mir ein bisschen Angst machen. Boah, und hier läuft es jetzt wieder mies, ne? Also nicht so mies wie am Anfang. Auch nicht so cool wie in der letzten Folge oder im vorletzten, ich weiß es nicht. Oh, ich liebe das immer noch, wenn sie über Steine geht. Da! Da doch nicht runter, oder?
Der hatte mich... Der hatte mich doch gesehen. Ich habe gehört, dass der aufgeschrien hat. Aber ich dachte einfach so, nicht weil der mich gesehen hat. Denn ich habe nur einen gesehen. Zumindest dachte ich das, dass ich einen sehe. Und der stand da nur blöde rum. Deshalb war ich doch ein bisschen irritiert. Ich gehe jetzt gleich ohne Taschenlampe. Ich werde mich da jetzt anschleichen. So, da vorne. Da vorne zwischen den... Der kommt da hinten. Schaut mal. Schaut mal. Wir lassen uns jetzt nochmal töten. Krass, das ist der Wolf. Krass. Ich möchte das jetzt mal... Oh, krass. Das ist ja schon ein bisschen mies. Taucht da einfach so mal der Wolf auf und ich weiß nicht, woher er kam. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Ich würde sagen, wir rennen jetzt und rennen zu dem Ding, was ich für einen Troll gehalten habe. Weil ich bin mir nicht sicher, oder kann ich da rein? Geht durch. Ja, ich kann durch. Aber Leute, der Wolf ist doch hinter uns her. Okay. Ich drehe mich nicht um. Ich habe Angst, dass der hinter mir ist. Da ist er. Wir sind in der Wolfshöhle. Der streunt da jetzt rum. Kann ich da runter? Ja, ja. Feuer bzw. Fackel gegen Wölfe. Aber wo ist die Fackel? Oh nee, ich will das Licht gar nicht anmachen. Das ist schon mies, ne? Wenn er einfach so hinter einem steht. Ich glaube... Speicherpunkt. Ich glaube, sie meint eine Fackel. Alter, scheiße. Lauf in die Höhle. Lauf in die Höhle. Ich weiß, du bist nicht besonders gut im Laufen. Lauf. Lauf weiter. Oder lass dich fallen, lauf. Oh, sie kann gar nicht fallen. Der Wolf ist hinter uns her. Ich komme hier nicht hoch. Er wird uns fressen. Shit. Das finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so der größte Freund von Wölfen. Ihr müsst auch echt denken, also wenn ihr schon mehrere Let's Plays von mir gesehen habt, müsst ihr echt denken, die hat Angst vor allem, ne? Angst vor Dinosauriern, Angst vor Krokodilen, Angst vor Schlangen, Angst vor Spinnen. Angst vor Wölfen. Lauf. Ich muss an die Feuerstelle. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wenn ich mich weiter nach vorne bewege, dann kommt der. Und zurück kann ich nicht. Wisst ihr was? Ich gebe jetzt gerade mal ein bisschen Gas. Okay, okay, okay. Okay, okay. Wow. Ich habe keine Ahnung, was es war. Mädel, lauf. Da ist er. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Oh, diese Wände. Boah, was ist das mies? Nein, 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 er ist gleich hinter mir. Wo muss ich hin? Was ist das? Lustiger Baum. Da ist er. Das sitzt der. Da steht der, meine ich. Was ist das hier? Kann ich was machen? Was ist, wenn ich mich langsam nach vorne pirsche? Dann ist der da immer noch. Okay, wir wissen aber, der kommt hier nicht rein, oder? Können wir das mitnehmen? Nee, anscheinend nicht. Okay, der kommt hier nicht rein. Aber wir kommen hier nicht weiter. Alles klar, mach nochmal aus. Eieiei. Steht der jetzt? Wo steht der? Wo stehst du? Da!
Der weiß immer, wo ich bin. Der kommt hier doch rein. Ach, Leute. Jetzt kapiere ich's auch. Lauf, 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 lauf zum Feuer. Lauf zum. Lauf zum Feuer, lauf zum Feuer, lauf zum Feuer. Nimm die Fackel. Oh, das war knapp. Zum Schwenken. Ja. So. Vergesst, was ich gerade gesagt habe, von wegen, ich hab's kapiert. Ich wollte totalen Unsinn sagen. Ich sehe die. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir vollkommen egal. Steht der da wieder, oder? Jetzt ist der da. Ich muss mich dahin schleichen. Ich muss mich irgendwie dahin schleichen. Wo bist du? Wo bist du? Ey, was ist denn das für ein blödes Vieh? Der kommt! Ich hasse die Geräusche von dem. Hol dir die Fackel, Mädel. Hol dir die verdammte Fackel. Wenn du nicht immer so blöde über die Steine hubbeln würdest. Wolf, geh weg. Ich schwenke. Ich schwenke, ich schwenke. Geh, geh, geh. Geh! Ich bin... Hä? Ich dachte, der hat Angst vor Feuer. Oh, Leute, es tut mir leid, dass das so lang dauert. Leute, ich bin, glaube ich, zu doof für diese Stelle. Ihr habt das jetzt bestimmt schon 10-mal gemacht. Und ich verstehe nicht, worauf der reagiert, der Wolf. Der reagiert nicht auf Schritte. Der reagiert nicht auf meine Schritte. Der reagiert nicht auf mein Licht. Also, doch schon. Er reagiert, aber er macht immer das, was ich gerade nicht will. Seht ihr, wenn ich jetzt zurückgehe und ich schleiche jetzt zurück, ohne Licht, obwohl ich in der Höhle bin, weil wie soll der das auch in der Höhle sehen? Aber egal, ich schleiche jetzt zurück von hier ohne Licht. Und der steht da gleich. Das, ich wette mit euch. Und das, obwohl der anscheinend nicht patrouilliert. Ist er jetzt doch nicht da? Doch! Seht ihr? Ich... Worauf reagiert dieser blöde Wolf? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Lauf, lauf, lauf. Mädel, wenn du nicht immer so ganz blöde über die Steine hubbeln würdest, dann wird es auch alles besser gehen. Nimm die Fackel. So, und jetzt renn. Fackel schwenken habe ich schon 100-mal gemacht. Es hat hier alles nichts genützt. Wir rennen jetzt. Ich kann jetzt gerade hier nicht auf den Hintergrund achten. Das tut mir ein bisschen leid. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Das ist ein kleiner Fortschritt. Okay. Kann ich die ausmachen? Sollte ich die anlassen? Okay, wow, ich bin weitergekommen. Jetzt ein Speicherpunkt wäre grandios. Wenn ich den ganzen Kram nicht nochmal machen muss, denn das war... Denn das war echt nur pures Glück, dass ich jetzt die Fackel bekommen habe. Ich habe es ja davor auch vergeigt, 2-mal. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Ich muss die Fackel überhaupt nicht schwenken, denn es ist kein Wolf da. Sag ich einfach mal so. Okay. Okay, einfach weiter. In der Hoffnung, dass jetzt irgendwo ein Speicherpunkt kommt. Ich glaube, wir überziehen dann heute ein bisschen. Also ich meine, ich hänge jetzt nur am Wolf fest, ne? Das ist auch nicht so geil. Irgendwie irritiert mich das mit der Lampe. Oh Gott. Bisschen brüchig hier, das gute Ding. Aber gut, okay. Weiter in den Wald. Natürlich, wie sollte es anders sein? Aber was tut man nicht alles für meinen Jungen, der freiwillig mit dem alten Erik mitgeht? Naja, okay. Ich könnte jetzt vermutlich schon wieder... Wow, das sieht gruselig aus. Ich könnte jetzt vermutlich schon wieder rennen, aber möchte ich gerade gar nicht. Nicht, dass mich dann aus der Ecke irgendwo noch was anspringt. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. So, schön hin und her wedeln.
das nächste Tor. Oder was ist das? Und diesmal kommen wir sogar rein. Eieiei. Eieiei. Wedel, wedel, wedel. Keine Wölfe in Sicht. Speicherpunkt? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also. Sonne, Feuer. Feuer, Wolf. Oder was soll das heißen? Also das eine Sonnenlicht, Feuer? Aber wir gucken mal. Das bedeutet, da unten sind jetzt... Wow. Das bedeutet, da unten sind jetzt mehr Wölfe, ja? Da ist er. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Wow. Okay. Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Ist der andere links von mir? Wow. Ich hab Angst vor euch. Den einen mit der Lampe einer Feuer? Ist das richtig? Einer Lampe, einer Feuer? So, zum Schwenken. Ja, ja, X drücken. Okay, kann ich das auch gedrückt halten? Nee, funktioniert nicht. Gut, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich mit dem, was ich vorhin sagen wollte, doch recht hatte. Da habe ich ja gesagt, ah, jetzt check ich das. Und kurz danach habe ich gesagt, nee, doch nicht. Ich wollte es nämlich eigentlich sagen, dass der Wolf einer der Brüder ist. Und jetzt wissen wir es, es gibt zwei Wölfe. Die Wölfe sind die Brüder. Das habe ich nicht gecheckt. Es kann gut sein, sie hubbelt da wieder rüber. Please. I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Leuchte den mal an. Genau, leuchte den an. Genau so. Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Das ist der Feuerwolf. Das ist der Feuerwolf. Okay. Da ist der andere. Leuchte ihn an, leuchte ihn an. Oh wow, das kann jetzt was werden, wenn wir hier so komplett durch müssen und die beiden immer anleuchten müssen. Das kann kompliziert werden, je nachdem. Ich habe dich angeleuchtet. Du kannst gehen, mein Freund. So, anleuchten. Wow. Ich habe dich angeleuchtet. Geh weg. Hey, wo bist du? Da hinten. Hau ab, hau ab. Leuchte, leuchte. Wow, das ist jetzt, was? Müssen wir die so töten oder müssen wir uns hier nur den Weg bahnen? Leuchte, leuchte, leuchte. Leuchte ihn an, leuchte ihn an. Shit! Ich mag die Wölfe nicht. Also das mit den Wölfen ist jetzt keine coole Stelle. Also ich meine, schon gut gemacht, aber das hat vorhin schon so lange gedauert, bis ich überhaupt zur Fackel kam und das hier. Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Hau ab. Kann ich da hinten raus? Ich weiß es halt nicht. Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Den haben wir vertrieben. Da kommt der andere. Kann ich da raus? Ich kann hier raus. Oh Gott. Wo seid ihr? Okay, okay.
Also es ist spannend gemacht, finde ich. Also gut gemacht. Hama, Petra und Erikto. Ich nehme Hans Flesk, der Haar zum Sarimir. Der Nazianna Hausrind brist an mit dem Schoftarmin. Und Hämmer, sehen Nikit, sehen mit dem Antlitz. Er ist einer der beiden. Mütterin, mir viel lassen. Der andere ist rechts von mir, das ist natürlich. Ey, ich wusste, der ist rechts von mir, aber ich musste erstmal den Kampf verteilen. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt wie der letzte Volldepp anstelle, weil ich der letzte Volldepp bin. Das ist möglich, auf jeden Fall. Das möchte ich nicht ausschließen. Es kann aber auch sein, dass ich aufgrund dieser schwammigen... Ihr seht es ja, wenn ich nach rechts und links... Es ist ja immer noch... Es ist ja nach wie vor noch ein bisschen schwammig. Auch wenn es um einiges besser geworden ist. Schwammig ist es trotzdem noch. Vielleicht, weil ich mich aufgrund dessen nicht so... Don't kill me. Nicht so fix umdrehen kann? I know about you. I know you're trapped here. Oder ist die Stelle einfach zum Kotzen? Ey, der... Mann, ey, ich werd richtig genervt. Will ich gar nicht. Will ich echt nicht, aber... Please, I just want to find my son. I can hear you talking. Do you understand me? Weg mit euch. So. Please, don't kill me. I know about you. I know you're trapped here. Ah, jetzt kommt zuerst. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere ist. Ich kann mich ja nicht mal umschauen und gucken, was da hinten so ist, denn da leuchtet es ein bisschen. Da ist er. So, er verzieht sich jetzt wieder da hinten hin. Wo ist denn der andere? Da. Oh nein, jetzt kommt keine Sackgasse. Muss ich da oben... Oh, der kommt schon wieder. Ich muss hier oben hoch. Jetzt kommen beide. Okay, Moment, Moment, Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, den haben wir vertrieben. Geh hier hoch. Dann geh jetzt hier hoch und mach irgendwas. Nee, Leute, wir müssen... Frage der Zeit. Mach die Lampe an! Sie macht ihre Lampe nicht an! You bastards! I can help you! Just let me go! Please! Was sei darum? Komm, will Roda mit uns, Bruder! Was haben 100 Bruder, Edmund? I have a key! I can open one of the doors! Und auch wieder ein Likel, Erik! Ich sehe das! Osar! Und knurrt Leus aus! Leus um sie, dir Bruder! So? I can let you out of here. I just want to be left alone. Knurrt da wer, knurrt at jota en. Ich kjenne målinen er litt. Låt ham ikke tåle. Human, you wish to bargain with us. I can let you out of the ravine if you promise to let me go. You realize what this will mean for the Isle. You know our reputation. I don't give a shit about this island. I just want to find my son. Very well. We have an agreement. The key opens the door behind you. Go and open it. We will remain here. Then you may leave. Huh? That's it? How do I know you won't just kill me afterwards? You don't. But neither do you have a wealth of options. If you would prefer to stay here, you may. We are unable to die. So we shall see who sees first. Besides which, we understand you have somewhere you wish to be.
you come, son up. You may decide. Fine. But if one of you comes near me, I'm going to throw this key. And good luck unlocking the door with your paws. Okay. Wow, ich hatte jetzt gerade schon die Befürchtung, ey, die Lampe tut nicht und... Ja. Our thanks to you, little creature. Brudir, verderum lives. Okay, was machen die jetzt? Gehen die jetzt auch hier raus? Hey, no, you promised. Ich lauf einfach. Jetzt geht auch meine Lampe wieder. Ich renne aber lieber ohne Lampe. Dann ist die Sicht besser. Boah, wenn die mich jetzt noch töten und ich alles nochmal machen muss, ne? Okay. Quatscht jetzt alles nochmal? Ich meine, ich wollte gerade sagen, ich kann die ja immer noch verscheuchen, ne? Ich kann die ja jetzt gleich immer noch verscheuchen. Wenn die mir irgendwas anhaben wollen, müsste doch eigentlich funktionieren. Pass mal auf, ich laufe mal erst so. Ah, stopp. Schaut mal. Da kommen die bestimmt nicht rein. Ich weiß jetzt nicht. Lauf hier hin. Ja, ja, haut ab. Haut ab. Ich weiß jetzt nicht, ob die mir überhaupt noch hinterherkommen können. Oh. Oh. Es ist wieder hell. Und wir sind im Dorf und wir haben keine Wölfe hinter uns. Und das Spiel hängt wieder wie am Anfang. Das ist ja richtig nice. Nee, da will ich gar nicht hin. Alter, das war jetzt... Das war jetzt... eine Hausnummer mit den Wölfen. So, die verschleierte Dame. Hütet euch vor der Hexe im Sumpf. Die abscheuliche Magie des alten Weibes bringt Visionen und Schreckenstaten aus dunkler Vergangenheit hervor. Zwingt euch, sie nochmals zu erleben. Verführtes Volk wartet ins Moor und kehrt niemals zurück. Vernehmt ihr ein liebliches Summen, besteht keine Schande darin, umzukehren. Hütet euch vor dem verschleierten alten Weib, Männer der Hirt. Was klopft denn hier so? Jesus Christ, you can't be serious. Das dachte ich mir auch gerade. Leute, ich würde aber sagen, das war's jetzt erstmal. Ich mache noch mal eine Pause. Wir sehen uns. Ist was in der Hütte? Jetzt bin ich neugierig. Das müssen wir noch eben herausfinden. Ist da was? Ist da was? Da ist überhaupt nichts. Das war nur ein Schatten. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich oder in der nächsten Folge. Echt schwere Wolfsgeburt war das jetzt. Aber wir sind sie los und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!